Der letzte Boss steht an in der Halle der Forscher, dem letzten Flügel der Forscherliga. Das ist nochmal Rafam, aber das ist ein eigenes Deck. Schauen wir mal. Genug! Dem Stab des Ursprungs habt ihr nichts entgegenzusetzen. Und das werden wir schon noch sehen. Was hat er denn? Stab des Ursprungs. Euer Held ist immun, während der Stab sich auflädt. Okay, wann lädt er sich denn auf? Weiß keiner. Was spielen wir? Reno Log. So. Gul'dan gegen Rafam, der größte aller Archäologen. Ja, genau. Werde Zeuge der ganzen Macht des Stabes. That's what she said. Wird mir gehören. Ich behalte den Reno auf der Hand, falls ich irgendwie ziemlich schnell verhauen werde und den Heal brauche. Ich bin unbesiegbar. Ich verfüge über die Macht der Titanen. Während der Stab sich auflädt, ist Rafam unverwundbar. Danach können wir ihn für kurze Zeit angreifen, wenn wir an der beschworenen Kreatur vorbeikommen. Ja, aber wann kommen wir denn an der... Na gut, werden wir gleich alles sehen, hoffentlich. Fangen wir doch mal so an. Wie lange lädt er sich denn auf? Wir durchsuchen das Museum nach nützlichen Gegenständen. Meldet euch, wenn ihr etwas davon brauchen könnt. Was kann ich hier machen? Findet ein Artefakt. Hier steht zwar, trink mich. Aber da wir sie in Nax Ramas gefunden haben, wollte es niemand probieren. Okay. Ist doch gar nicht schlecht. Der Stab ist beinahe soweit. Macht euch bereit. Ja, ich bin ja bereit. Sei du doch bereit. Wie spiele ich denn das? Scheiß Kröte. Achso, ich mach's mal. Das war in einer Kiste, die mit nicht öffnen beschriftet war. Viel Glück. Meine Augen sind offen. Da. Oh, muss ich ihn später heilen? Das ist natürlich Quatsch in der Reihenfolge. Seid ihr etwa der Nachtisch? Okay. Der Stab hat sich überladen. Das ist euer Moment. Ja, ein super Moment ist das. Auf jeden Fall können wir ihn erstmal angreifen, was ja schon mal recht hilfreich ist. So. Den habe ich im geschmolzenen Kern gefunden. Major Domos hat ihn als Zahnstocher benutzt. So. So. Mir fällt mir gerade nicht ein. Unbesiegbar. Ihr habt keine Chance. Der Stab lädt sich erneut auf. Bald haben wir eine weitere Gelegenheit. Das hoffe ich doch. Aber erzählt Bran bloß nicht davon. Er liebt diese Pfeife. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Dämonen wahrnehmen. Jetzt nicht. Mein Deck ist sonst ein bisschen voll. Der Reno kann ich eh nicht so richtig gebrauchen, weil ich meine normale Hero-Fork gar nicht hab. Natürlich hat er einen Reno, der ganze Schaden nicht gemacht hat. Fast wieder bereit. Aufgepasst. Gar nichts gebracht. Das ist einfach, wenn er ist jetzt immun sozusagen, auch gegen Heilung. Und dann ist er halt auch immun gegen Heilung, kann ich schon mit leben. Will ich den killen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weißt du, was wir noch bekommen? Geister von Karazhan suchen dieses Medaillon heim. Nee, das will ich eigentlich nicht. Aber was kann ich nachher machen mit den Sachen, die ich nicht brauche? Ha. So. Weg damit.
Überwältigende Macht! Endlich frei! Als Belohnung schnellen Tod! Sein Schild ist unten! Zeigt es ihm! Sein Schild ist unten, dann zeigen wir es ihm doch mal. So schwer scheint das bis jetzt nicht zu sein. Ich spiele mal den mit Taunt aus. Ein Stück von Lothars Rüstung scheint eure Streitereien unbeschadet überlebt zu haben. Ah, das war nicht so schlecht. Na, ich will die nicht alle durch instabile Portale setzen. Die finde ich eigentlich noch ganz gut. Der Schild ist wieder aktiv. Seid vorsichtig. Hey! Das ist meine. So nicht. So. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Mein Schild für Argus. Okay. Oh, das waren die Wichtel, oder was? Die sehen ja super aus, weil ich nicht aufgepasst, dass das der ist. Das waren die wackeligen Wichte. Und dann kommt der raus. Der, ich bin schon zu müde, weiß ich gar nicht richtig zu schätzen, an dieser der Hammer. Ich bräuchte mal jemanden, der so gut zeichnen kann, dann könnte man halt solche Emoticons basteln, die sind ja super. Ganz schön geil, die Wichtel. So, da ziehen wir noch eine Karte. Ein heiliges Artefakt meines Volkes. Schnell, trinkt! Ja, trinke ich später. Aber vielen Dank für den Vorschlag. So, ich glaube eigentlich nächstes Mal, wenn ich dran bin, ist eh Schluss. Mit Schattenflamme, überwältigende Macht und so weiter. Meine Sammlung umfasst Artefakte aus Hunderten von Welten. Yay, ich habe ein Wichtel geklaut. Ist fast wieder bereit. Aufgepasst. Pass sowas von auf. 12-6. Alles klar, 12-6 ist eine super Idee. Komisch, das war doch in meiner Hosentasche. Ihr könnt es ausleihen. Ein Diener entdecken. Einfach nur aus Spaß. Auf in die Bresche. Und die Wichtel bekämpfen sich gegenseitig. Ich möchte ja gucken, welchen Diener ich bekomme. Obwohl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt sogar. Trübauge. So. Vielleicht eine kleine Trübaugenarmee. Boah, da steht ein Wächter. Das ist eine geile Karte. Au, 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 au. Stallenlos. Geht's noch? So, nur das Prinzip. Eine kleine Trübaugenarmee. So. Einmal noch Drohnen vorneweg. Dafür werdet ihr büßen. Ja! Okay, das war nicht das, was ich erwartet habe. Angenehmes Winterhauchfest. Ja! Das ist mir unheimlich. Ja. Ich bin doch unbesiegbar! Von wegen unbesiegbar. Unheimliche Statue kann nur angreifen, wenn sie der einzige Diener auf dem Schlachtfeld ist. Dafür dann 7-7. Okay. Klingt
eigentlich ziemlich gut. Könnt ihr euch vorstellen, dass eine Arena ziemlich stark ist. In der Arena tradet man eh immer hin und her. Ja, aber gut, wenn es muss auf dem Schlachtfeld die einzige sein, also auch beim Gegner. Okay. Also der Gegner darf auch keine draußen haben. Vielleicht ist die Silence hingegen wieder ganz gut. Wüstenkamel legt aus jedem Deck einen Diener, der 1 kostet auf das Schlachtfeld. Okay, man muss dagegen natürlich auch welche haben, die 1 kosten. Und jetzt. Halle der Forscher abgeschlossen. Elise Sternensuche. Ja. Und da ist der berühmte Goldaffe, die Goldaffen-Schatzkarte. Damit muss man eigentlich relativ schnell jetzt mal ein Deck bauen und probieren, ob das klappt. Bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Außerdem haben wir Meister Libra Farben bekommen. Ein mächtiges Artefakt entdecken. Und 2 Klassenherausforderungen. Bams! Alles geschafft? Ganz schön cool. Wer der Stab des Ursprungs. Dank eurer Heldentaten befindet er sich nun sicher in der Halle der Forscher. Na gut. Dank eurer Heldentaten befindet ja. Er sich nun sicher in der Halle der Forscher. Das war das Beste am ganzen Abenteuer jetzt. Ja, da haben wir die normalen Sachen jetzt abgeschlossen. Die Klassenherausforderungen stehen noch an. Und die schauen wir uns doch gleich mal an. Ich glaube, ich brauche eine kleine Pause. Bis gleich.